Sie unterlaufen gerne Klischees. Gibt es denn noch eins, oder gibt es eins, das über Ihre Person kursiert, das Sie stört? Was, ich weiß gar nicht, was über meine Person alles kursiert. Geben Sie mir mal einen Tipp. Er war unser Mann in London, Küchenschlachtgewinner, Blogger für die Times und nicht auf den Kopf gefallen. Abwehrspieler, im positiven Sinne komischer Kauz, Neulöwe. Der Mann mit den weißen Schuhen und dem Faible fürs Britische ist... Volz, Moritz Volz. Naja, das mit dem Agenten seiner Majestät üben wir noch. Seit Freitag spielt er mit im Ensemble der Löwen. Moritz Volz, 29, von Haus aus Rechtsverteidiger. Keiner, der dem Klischee des eindimensionalen Kickers entspricht. Er war Praktikant in einem japanischen Restaurant, Autor des Bestsellers Unser Mann in London, schrieb für die renommierte Times, backt. Wohlgemerkt, neben der Karriere. Ist Fußball allein zu langweilig? Nee, überhaupt nicht. Fußball ist und gerade das Leben als Fußballprofi ist sehr anspruchsvoll. Aber dass ich noch einiges nebenbei mache, hängt zum einen mit meiner Neugierde zusammen, Dinge auszuprobieren. Solange die Balance passt und die findet Volz, naja, nur weil er mal was außerhalb des Platzes macht, bleibt er vom Selbstverständnis her natürlich Fußballer. Auch wenn mich Florian Hinterberger immer als Autor vorstellt. Der Löwensportdirektor darf aber auch fußballerisch einiges erwarten von Moritz Volz. Dieser schoss das 15.000. Tor seit Einführung der Premier League, stand 125 Mal in der ersten Liga auf dem Feld. U19, U20, U21 Nationalspieler Deutschlands. Dabei bleibt er bescheiden, ja, fast vorsichtig. Ja, ich höre immer wieder, dass ich sehr langsam spreche. Und er nimmt sich selbst nicht zu ernst. Eine seltene Qualität im Profifußball. Auf der Insel hatte er sich nicht nur dank seiner Selbstironie schnell eingelebt, wurde Publikumsliebling. Und auch in München wird er sich anpassen. Immer wieder mit dem Gedanken gespielt, mir eine Lederhose zuzulegen. Auf dem besten Weg zum Musterbayer also. Das Einkleiden der Löwen in Tracht und Krachlederne im September. Das ist zu spät. Da ist ja der Sommer schon fast vorbei. Ich will vorher schon mal im Biergarten ein bisschen... Ich will die ja auch eintragen. Das Leder muss sich ja anpassen. Das ist wie Turnschuhe. Turnschuhe ganz neu, die müssen auch ein bisschen was. Was haben Charakter, paar Ecken und Kanten? Eben genauso wie... Volz. Moritz Volz.